Eine SMS ist hier gelandet. Willkommen zur Geisterstunde. Hier spricht Tahuti. Ja, hallo. Hier ist Hannelore. Hannelore, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Sag mal, Hannelore, wie viele SMS hast du gebraucht? 3 heute. Ehrlich? Alle guten Dinge sind 3. Ja, wunderbar. Das ist wie bei der Dreifaltigkeit. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne was über die Spiralität von mir gewusst. Und zwar bin ich im Moment so ein bisschen durcheinander. Ich habe das Gefühl, dass ich nur spüre, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Also, Hannelore, kennst du die Geschichte mit den 2 Töpfen? Nein. Nein, es gibt 2. Stell dir vor, du hast 2-mal einen 5-Liter-Topf vor dir stehen. Ja? Ja. So, in den einen 5-Liter-Topf füllst du ständig Angst rein. Oder das Gefühl, dass nur Schlechtes um dich herum passiert. Oder dass du nur Schlechtes siehst. Was passiert dann mit den beiden Töpfen? Der eine läuft über. Bitte? Der Schlechte läuft über, denke ich. Der Schlechte läuft über. Und was ist mit dem anderen? Der bleibt leer. Der bleibt leer. Und wie entsteht das Ganze, dass der eine überläuft und der andere leer bleibt? Ja, ich sollte vielleicht umdenken. Da brauchen wir nicht mal Karten dazu. Ich werde aber trotzdem eine ziehen. Ja? Ja. Genau. Das ist das Thema. Mach dich frei von jeglichen Gedanken der negativen Energien. Es ist wichtig, dass man negative Energien auch erkennt, dass man weiß, dass es welche gibt. Ja? Wenn man sie komplett ausgrenzt im Leben, ernährt man sie. Das heißt, der 5-Liter-Topf mit den negativen Energien wird trotzdem voll. Wenn man weiß, dass sie da sind, kann man lernen, damit umzugehen und man kann anfangen, den positiven Topf zu ernähren. Korrekt? Ja. Aber wenn wir den positiven Topf außer Acht lassen, kann der auch nicht voll werden. Weil wir wissen ja gar nicht, dass er existiert. So, mach dich frei von diesen Gedanken, dass du nur negative Dinge siehst. Und achte mal, was passiert. Gut? Ich danke dir. Ich umarme dich. Dankeschön. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss.